Moin Jungs, da bin ich wieder. Ich habe zwar bei meinem letzten Video gesagt, dass ich kein einziges Video vorproduziert habe. Das war leider falsch, die Aussage, weil es hat mir jetzt doch noch gereicht, ein Video oder zwei, drei kleine Projekte noch vorzubereiten, das dann während meiner Abwesenheit dann veröffentlicht wird. Wie ihr im Hintergrund schon seht, zeige ich euch nur ganz kurz als Beweis, dass ich diese Masken, wo ich euch jetzt vorstellen möchte, noch nicht im Besitz habe. Also kein gemoddeter Account oder sonst irgendwas. Weil mit diesem Glitch möchte ich euch zeigen, wie ihr die Weihnachtsmasken, die ihr letztes Jahr aber schon gekauft habt, ja in den Heist-Missionen ja schon mal aufziehen könnt und euch anschauen könnt oder ein bisschen mit dem rumspielen könnt. Ihr könnt es leider nicht abspeichern oder ich habe noch keine Möglichkeit herausgefunden, wie ihr die dann abspeichern könnt, dass ihr sie dann auch außerhalb von den Missionen haben könnt. So, ja, so viel dazu. Aber es gab halt nur bei den Leuten, die halt letztes Jahr auch die Weihnachtsmasken gekauft haben. Die Leute, die letztes Jahr zu Weihnachten noch nicht gespielt haben oder sich keine Masken gekauft haben, bei denen klappt es leider nicht. So, dann fangen wir am besten an. Ihr startet euch ein. Sprachfehler, zeitlicher Druck, kennt ihr doch. Ja, auf jeden Fall, ihr müsst halt Heist starten. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle, welche. Das Wichtige ist nur, wenn ihr die Heist startet, dass gespeicherte Outfits eingestellt ist. Und dann könnt ihr das Apartment verlassen, wenn die Heist losgeht. Und dann geht ihr einfach ins Interaktionsmenü, geht unter Masken und dann werdet ihr sehen, für die Leute, die es halt gekauft haben, dass die Weihnachtsmasken aus irgendeinem Grund verfügbar sind. Ich habe jetzt nicht bei den Gegnermissionen probiert, ob es da auch schon die Weihnachtsmasken gibt. Aus zeitlichen Gründen, weil ihr wisst, ich bin im Moment gerade im Urlaub und heute ist mein letzter Tag, also in 3 Stunden... Ja, geht's ja schon los Richtung Flughafen. Aber ich dachte mir, ja, ist fertig gepackt und alles. Und das hauen wir noch kurz ein Video raus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich bin jetzt 5 Wochen im Urlaub. Und wir sehen uns ja Anfang Mitte Januar wieder. In gewohnter Form und Qualität. Also Jungs, macht's gut. Und bis bald. Ciao.